Schön. Ja, kuschelig auf jeden Fall. Ich nehme jetzt mal den ganzen Scheiß hier raus, weil ich nicht glaube, dass wir es gerade brauchen. Oh, das brauchen wir auf jeden Fall. Das nehme ich da nicht raus. Aber diese blöde Spielzeugwaffe nehme ich hier auch noch mit raus. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Gut. Happy, happy birthday. Schön. Schön. Gut. Auf geht's. Wo sind die Wachhunde? Die Wachhunde sind weg. Oder auch nicht. Ich kann gerade nicht, Vieh. Lululu, lululu, lululu. Nochmal ganz kurz speichern. So. Na, jetzt haben wir wenigstens schon mal die Party freigeschaltet. Habe ich denn noch genug Munition? Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt gar keine Munition mehr. Außer den Flammenwerfer, der irgendwie nichts bringt. Kraut. Schießpulver. Wir haben noch Flammengranaten, aber das bringt uns gerade nichts. So. Lass uns nochmal Schießpulver mitnehmen. Und ein paar flüssige Chemikalien. Dann bastel ich nämlich jetzt nochmal ein bisschen Munition. Bevor wir da reingehen. Ich habe irgendwie echt ein bisschen Schiss davor. Hoffentlich bringt uns das was. Okay. So, Afi. Kann grad nicht. Tür zu! Mach doch die... Oh, ist das schön hier. Boah! Let's play! Ja, das hier ist auch ein Let's Play. Schön! Wollen wir mal in den Club gehen? Okay, rein da. Augen zu und durch. Wo ist die Lichtshow? Wunderschön, Lukas. Ethan. Ethan, Ethan. Warte, warte, warte. Ich habe etwas für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Zoe ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan,
Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Scheiße! Das sagen wir! Scheiße! Bullshit! Ich will zurück! Können wir zurück? Wir können zurück? Ich will da nicht rein! Ich mag's nicht, wenn's rot am Rand ist. Ja, well. Okay, Leute. Warte. Oh nee. Auch die 30. Okay, okay. Oh, ich will wieder zurück, ne? Ich will in meinen Wohnwagen. Mensch. Und Puppengenitalien. Puppengenitalien. Puppenköpfe und Puppenarme und sehr vertrauenswürdig hier. Was ist das? Achso, wenn ich hier durchlaufe, dann tue ich mir bestimmt weh. Okay. Guck mal, so clever bin ich schon mal. Wir crouchen einfach die ganze Zeit. Okay, also hier gefällt es mir noch. Einfach auf der Grundlage, dass es hier sehr hell ist. Okay, ich glaube, wir müssen hier wirklich die ganze Zeit crouchen. Beziehungsweise diesen ganzen Kackfäden ausweichen. What the fuck? Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Ich war stets bemüht, okay? Gott! Mir ist warm. Hier gefällt es mir schon nicht mehr. Ich will nicht spielen, ehrlich nicht. Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Pistolenmunition kann ich immer gut gebrauchen. Jetzt gehen wir auch noch runter. Toll. Warum speichert das Spiel gerade? Alter, was? Wie soll ich hier denn durchkommen? Warte mal, kann ich da noch weiter? Aber da sehe ich halt nichts. Nee, okay, also da kommen wir nicht weiter. Wir müssen zurück. So. Vielleicht. Nee. Das löse ich doch safe aus. Wie komme ich denn da durch? Yeah.
Das sollte so. Ah, guck an, guck an. Hier haben wir doch eine Kiste, wo wir unseren ganzen Scheiß lagern können. Meine Speichermöglichkeit gibt es hier, glaube ich, nicht. Da ist auch nichts mehr. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Oh, komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Irgendwie mag ich ihn ja, ne? Tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Intuitiv das Richtige getan. Okay. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich ihn voll cool. Ich weiß, der Dude ist nicht ganz dicht, aber das macht ihn ja auch so sympathisch irgendwie. Du Arsch! Du Arsch! Ich weiß nicht warum, aber es gefällt mir. Okay, da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Ich traue mich jetzt gar nicht, hier noch irgendwas... Doch. No risk, no fun. Also lange Flure, ne? Das... Hallo? Okay, was haben wir hier oben noch so? Hier haben wir nichts. Da haben wir ein Viech. Guten Morgen. Da haben wir auch noch was, was wir kaputt hauen können. Eine starke Chemikalie. Oh, guck mal, da ist noch eine Tür. Ich glaube, da gehen wir einfach mal hin. Okay. Festbrennstoff. Flintenmunition. Flintenmunition! Wir könnten hier wahrscheinlich noch was finden. Richtung Videokassette. Okay, das Gedöns packe ich hier erstmal weg. Schwup, schwup. Ich könnte jetzt... So, ich lade jetzt einmal nach. Aber Flintenmunition ist immer so kostbar und wir brauchen, glaube ich, schon die Munition für später. Deswegen versuche ich gleich einfach weiter durchzulaufen und die Viecher zu ignorieren, weil so schlimm sind die eigentlich gar nicht. Die wollen halt nur spielen, sind nur unglaublich nervig. Und weg. Nervig und weg. Okay. Von da hinten kommen wir. Hier hatte ich jetzt, glaube ich, nichts gefunden. Okay. So, hier hängen die Schweine ab. Sie hängen ab. Nichts hält sie am Boden.
Da hatten wir was gefunden. Kann man hier lang? Nee, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich muss nochmal nach unten gehen. Und da sind die Viechers. Aber wir schaffen das schon. Ich habe keine Ahnung, wo die immer herkommen. Mal von oben, mal von unten. Haben wir hier schon? Puh! Oh! Well, ich bin gar nicht tollpatschig. Nur ein bisschen. Eine antike Münze. Fuck you, Lucas. Steroide. Nehme ich. So. Und. Cool. Das hat auf jeden Fall sehr gut getan. Gesundheit erhöht. Alter, ich habe nichts gemacht. Ich habe mich legit nur umgedreht. Okay. Gut, hier haben wir ausgemacht. Steck noch mal den Kopf durch. Knall ich ihn ab oder knall ich ihn nicht ab? Ja, komm, was soll's. Komm rein, Baby hat die Tür wieder zugemacht. Also dann kann ich da auch nichts für, ne? Also wenn Baby so doof ist und ich ihm schon die Tür aufmache, aber er nicht durch die Tür gehen will, also dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So ein bisschen doof ist der wirklich, ne? Nein! Nein, das wollte ich nicht! Scheiße. Oh Mann. Der hat sich festgebackt. Der hat sich festgebackt. Well. Autsch. Ich werde das, glaube ich, noch bereuen. Ich werde das, glaube ich, noch sehr bereuen. So, ich brauche mal ein bisschen Licht hier. Ich sehe hier trotzdem nichts. Ach, Lucas, hättest du hier nicht mal ein bisschen mehr Licht installieren können? S'il te plaît. War natürlich wieder nicht möglich, ne? Da ist noch ein bisschen Flintenmuni. Das ist gut. Flintenmuni brauche ich. Flintenmuni macht mich glücklich. Na gut, okay. Oder muss ich da einfach nur runterspringen? Ist hier irgendwo eine Treppe? Oder eine Leiter? Ah, lol. Ich hätte hier einfach runterspringen können. Uff. Ich dachte, das ist zu tief für ihn. Pistolenmuni. Da sind Lautsprecher. So, und was haben wir hier?
Da können wir eine Batterie reintun. Da ist nochmal ein totes Schwein. Ja, sieht nach einem Schwein aus. Bumm. Nicht bumm. Okay. Das ist mir auch egal. Ich werde hier trotzdem alles kaputt machen. Eine Batterie, die brauchen wir für unten. Die Dinger explodieren noch safe wieder, oder? Alle beide? Ich sollte eigentlich damit aufhören, aber ich kann einfach nicht damit aufhören. Okay. It's a prank. Ich dachte eben, das Ding wäre wieder ein Viech, aber da war kein Viech. Okay. Dann setzen wir hier jetzt mal die Batterie ein und gucken, was passiert. Batterie, Batterie, Batterie. Bestanden?